Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, in der letzten Folge wusste ich nicht so genau, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Da sind wir nämlich Athene begegnet, beziehungsweise der kindischen Version sozusagen von Athene. Und genauso kindisch und frech ist sie auch gewesen, wie man sich das jetzt wahrscheinlich vorstellt. Und sie hat uns die Aufgabe gegeben, dass wir die Stele von Atalante finden sollen. Das werden wir heute auf jeden Fall tun. Ich weiß, wir haben noch eine andere Aufgabe, die wir eigentlich machen wollten. Und zwar, wo ist das jetzt hin? Und zwar, dass wir uns mit Hermes nochmal treffen wollten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt gerade richtig klasse. Also beziehungsweise, als ich die letzte Folge aufgenommen habe, fand ich das richtig klasse mit Athene. Und ich bin echt gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Deswegen. Das ist jedes Mal, denke ich, dass irgendjemand was sagt und das ist nur dieser doofe Vogel. Also der Phönix. Und da steht Kind Athene auch schon. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich bin hier wieder total abgelenkt heute. Nein, das ist nicht normal bei mir, sagen wir mal einfach. Wieso habe ich hier eigentlich eine Markierung drauf? Wer hat die gesetzt? Die will ich gar nicht haben. So, ich möchte nämlich zum. Nee, im Archiv bin ich jetzt gerade. Ich möchte keine Ahnung, wo das jetzt ist. Hin. Auf jeden Fall möchte ich zur Stele. Ich glaube. Oh ja, genau, hier war ein Gegner. Springen, mein Pferdchen, springen! Dann halt nicht. So. Guten Tag. Phoenix erreichte den Wald der Atalante, die bekannt dafür war, nicht heiraten zu wollen. Und natürlich für ihre legendäre Jagd auf den kaledonischen Eber. Mit heiraten kenne ich mich ja aus. Vielleicht hatte sie gar nicht Unrecht. Sicher sehen das deine Frauen auch so. Okay. Wie im Kämpfen. Boah, wo kommst du denn jetzt her? Ja, genau, hau ab! Ich bin zu stark für dich. Das ist richtig, dass du abhaust. Das ist besser. Och, komm. Wollt ihr mich veräppeln? Wer ist denn jetzt noch hier scharf auf mich? Hallo? Da hinten, der jetzt da rüberläuft oder was? Nee, der rennt auch weg. Boah, jetzt. Sture Atalante. Erste, die trifft, erste, die handelt. Okay. Jage Atalantes Beute. Ich nehme mal an, oder nee, das ist wahrscheinlich so ein spezieller Eber, oder? Ich muss aber da runter. Wenn ich das richtig sehe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ich glaube, das sollte nur so viel heißen wie, ich soll die Eber jagen. Oder soll ich jetzt den speziellen hier jagen? Hallo? Guck mal. Bin ich! Erinnerst du dich, Okay. Odysseus, wie Atalantes Pfeil der erste war, der die Haut des kaledonischen Ebers durchbohrte? Muss ich hier rum? Das war der Triumph ihrer Beharrlichkeit, nachdem ihr Vater sie im Wald ausgesetzt hatte und sie von Bären großgezogen worden war. Und nur weil sie ein Mädchen war. Ein Gott, ich zumindest, würde so etwas niemals tun. Frag Athena. Wenn ich auch mal zu Wort käme? Ich bin die ewige Wahrheit. Och, geh mir doch nicht auf den Ich Sack. bin eure neue Welt. Hi, Bär. Ein wild gewordener Hahn. Beziehungsweise, der war ausnahmsweise mal nicht wild geworden. So, das ist aber doch schon ein ganzes Stück weit weg, so wie es aussieht. Da bin ich wirklich froh, dass wir ein Reittier haben. Hätte ich da jetzt irgendwie links hochgemusst, glaube ich, oder? So wie das aussieht. Kann man hier überhaupt so richtig holen?
Ah, Moment, da. Da sind Gegner. Dann nehme ich mal lieber nicht mein Dings mit. Mein Reittier. Kann ich hier irgendwie abkürzen, indem ich hier einfach hochkletter? Es kann natürlich sein, ja, das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit. Ja, was ich mir schon gedacht habe, dass ich gar nicht nach oben muss, sondern dass ich ein ganzes Stück weiter nach hinten muss. Ja, dann hat sich die Kletterpartie für mich jetzt nicht so richtig gelohnt, aber okay. So, Moment. Es ist aber irgendwo da. Es ist auf jeden Fall tiefer. Ich kann irgendwie nicht mehr gerade fliegen. Ich weiß auch nicht warum. Im Trojanischen Krieg dezimierte Achilleus die Streitkräfte Trojas, ehe seine verwundbare Ferse ihm zum Verhängnis wurde. Für einen Sterblichen hatte er es drauf. Wie eine Abrissbirne und doch so sanft. Er brachte einen dazu, ihm sein Herz auszuschütten. Zeus? Er war kein Gott. Aber Ehrenmänner halten zusammen. Weißt du, wie ich's meine? Mhm. Mhm. Stolzer Achilleus. Das Wasser des Styx schützte dich vor allem. Doch wehe, nicht alles an dir war geschützt. Okay. Oje, was ist denn da passiert? Das ist wahrscheinlich irgendwie das Lager des Ares oder so. Ich wollte gerade sagen, da ist doch gerade irgendwas gekommen. Mein Questbereich. Das heißt aber, was muss ich jetzt machen? Repariere die Statue. Wie soll ich die denn reparieren? Wahrscheinlich soll ich... Also hier fehlt ein Bein, wenn das jetzt die Statue ist. Wahrscheinlich soll ich die hier töten, oder? Mal wieder ein bisschen. Ach ja, spring bloß nicht. Nein, du sollst ausweichen. So, das ist ein Statue. okay. Ja, hier ist... Ach, deswegen. Die waren jetzt hier... Verstehe. So, ich denke mal, dass es nur der Fuß ist, oder? Triumphiere über Achilles Prüfung. Wo ist die denn? Da... Oje, oje. Mal schauen. Während des Krieges war Achilleus wütend auf König Agamemnon. Ja, ich erinnere mich. Er hat nicht mehr für die Griechen gekämpft. Mit desaströsen Auswirkungen. Aber ja, die Willenskraft von Sterblichen ist nicht zu unterschätzen. Heilen brauche ich mich nicht, ne? Okay, also hier ist was zum Schießen. Und was passiert, wenn ich schieße? Er muss, glaube ich, aufgeladen sein, oder wie war das? Oh! Okay.
Was war das denn gerade? Boah, wo kommen die denn jetzt her? Oje, oje. Ja, ich habe schon gesehen, dass da was war. Oh fuck, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Will ich wissen? Sein Stolz hat Achilleus besiegt, lange bevor der Pfeil seine verwundbare Ferse traf, Prometheus. Aber sein Mut und seine Zielstrebigkeit leben weiter. Wie ging das nochmal? Das und A, genau, falls irgendwas passieren sollte. Okay, das war's jetzt schon. Ich dachte jetzt, weil da was von Täuschung stand und so. Aber okay. Nachdem sie zwei der Helden studiert hatte, schwirrten Phönix ihre Geschichten durch den Kopf. Sie bewunderte sogar die Statue des Achilleus. Oh, verständlich. Sieh ihn nur an. Hey, Achilleus. Du hast sicher viel gelernt auf deinen Abenteuern, was? Oder vielleicht musstest du auch gar nichts lernen. Typen wie du und mein Bruder, ihr wisst einfach, wo es lang geht. Ja, dann ist es halt nicht einfach, na und? Du warst nicht perfekt, aber sieh nur, was du alles erreicht hast. Und wenn Athena mich leitet... Danke, Mann. Gutes Gespräch. Ich versuch's weiter. Und du passt auf deine Ferse auf, ja? Ja, man könnte jetzt sagen, sie ist einfach nur ein bisschen bekloppt. Aber okay. Beim nächsten gucke ich jetzt nochmal. Da muss ich runterfliegen. Okay. Das wollte ich nämlich wissen, ob ich jetzt irgendwo speziell hochklettern muss oder runterspringen oder... Keine Zukunftsängste mehr. Keine Frage nach dem Wann. Ich bin hier. Oh, das geht mir gerade so richtig auf den Sack. Nein! Ich Idiot! Als die Griechen jede Hoffnung aufgegeben hatten, Troja zu besiegen, wurde Odysseus von Athena inspiriert. Ja.
Kann ich mich nicht verstecken und er sieht mich dann nicht? Wäre doch irgendwie logisch, oder? Also, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe es noch nie gemacht, glaube ich. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich bleibe jetzt mal hier und guck mal, ob die jetzt wirklich Jagd auf mich machen oder ob ich einfach nur... Es kann ja sein, dass ich hier einfach nur in dem Gebiet drin bin. Nee, aber ich bin außerhalb von diesem Gebiet. Die dürften eigentlich... Obwohl das Ding... Doch, das ist in dem Gebiet. Das ist seltsam. Ach, das ist jetzt... Hä? Ich probiere es einfach mal. Ich weiß nicht, was dann geschieht. Keine Ahnung. Ich bleibe jetzt so lange mal hier und ich schneide es dann für euch raus. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn entweder irgendwas passiert, dass die mich sehen oder ja, der ganze Spuk vorbei ist. Bis gleich. Typhons Zorn und sein Fluch waren gewaltig. Doch Phoenix war ihm entwischt. Fürs Erste. Ja, also das hat wirklich funktioniert, was ich gerade ausprobiert habe, dass ich mich einfach so da in die Ecke gehockt habe und das abgewartet habe. Weil ganz ehrlich, es ist wahnsinnig nervig mit dem ganzen Mist, der einem dann immer entgegengeschleudert wird und so. Ich habe nur dummerweise einmal eine falsche Taste gedrückt und habe hier alles weggemäht. Dementsprechend lag ich jetzt wieder ein bisschen frei da. Deswegen habe ich mich da hinten in die Ecke gehockt. Also, ich mochte den Teil, wo Odysseus dem Kyklopen sagte, er hieße niemand. Dann stach er ihm das Auge aus und der Dummkopf rief, oh, niemand hat mich geblendet. Diese Sterblichen können ziemlich gerissen sein, nicht wahr? Ach, da oben ist eine Statue, aber da unten sehe ich doch gerade Reittiere, oder? Problem ist, ich muss natürlich darüber schwimmen. Da oben schreit was, aber das ist nicht hier. Hi. Das sind auf jeden Fall keine, die ich schon habe. Hallo, Itea. Ja, mein Süßer. Warte, da gehen wir mal eben hier drauf. So. Und machen ein Foto, wo ich gar nicht mehr weiß, wie das genau geht. Und machen ein Foto. Zack. Ein neues Reittier. Ja, wie geil ist das denn? Ja, die kommen dann einfach mal so unterwegs. Das ist ja mal geil. So. Ach so, das ist meins. Das habe ich hier stehen gelassen. Ja, da war ich hier doch gar nicht mal so verkehrt. Ah, hier ist sie. Listenreicher Odysseus, du hast eine Nation übertölpelt. Den Gott des Meeres erzürnt und das Herz deiner Liebsten zurückgewonnen. Okay. Bringe Odysseus Schiff zurück nach Hause. Das Kleine hier meint jetzt aber nicht, oder? Ist das unter mir? Nee, das steht doch in 130 Metern. Ah, nee. Ist eine Brücke. Ist das jetzt hier drauf oder so? Du bist ein Pferdekopf, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber hier ist auf jeden Fall der Questbereich. Du bist wahrscheinlich... Du bist auf jeden Fall was ich gerade nicht
vorausgeahnt habe. Kommt der da hoch? Ne, der geht jetzt hier vorne hoch, oder? So geht's auch. Ja. Ich gehe mal davon aus, das gehört jetzt zur Quest, oder? Ach ja. Aber wo muss das jetzt hin? Das ist jetzt die große Frage. Da hinten habe ich ein Schiffchen gesehen. Muss das denn auch mit nach da hinten? Aber ich kann damit doch nicht rüberschwimmen. Aber da oben war eins. Ich will das aber nicht rüberwerfen. Dann, ach so, Moment, da unten ist auch noch eins. Gibt es denn hier vielleicht noch eine zweite Statue oder so? Da hinten ist noch ein Schiffchen. Ich gehe mal eben gucken. Ob jetzt hier irgendwo noch eine Statue ist, wo man nochmal eine reintun, ein Schiffchen reintun kann. Oh, Moment, was war das? Da hinten ist ein Schiffchen. Da ist eine Statue, aber die hat, glaube ich... Was fischt denn hier so? Die hat aber, glaube ich, nichts dran, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber da oben, meine ich, war ein Schiffchen, was ich eben gesehen hatte. Aber das Komische... Bleib doch mal stehen. Das Komische ist halt, hier ist der Questbereich. Also quasi genau die Richtung da hinten. Oder damit ist wirklich nur dieser Bereich hier gemeint. Jetzt bin ich hier am Ende. Und stehe eigentlich mittendrin. Wir probieren das jetzt einfach mal. Das hier rüber zu bringen. Kommt man denn hier irgendwie hoch? Komm ich da hoch? Ja. Hier vermutlich nicht mehr. Oder doch? Aber da ist ein Gegner. Moment, ich leg das Schiff hier mal eben hier ab. Hi, ich weiß, du hast mich gesehen, aber ich guck gerade nur. Hier ist auch ein Schiffchen drin. Ach! Nee, da oben ist es am Leuchten. Soll ich das da oben hinbringen? Also da hier noch der Questbereich ist, denke ich mal, dass das... Ah, da vorne ist, glaube ich, was gewesen, was frei war. Wo ist denn das Schiffchen jetzt? Hier. Aber da oben leuchtet es auch. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass das hier vorne hin soll. So, ja. Odysseus war fest entschlossen, nach Hause zurückzukehren. Obwohl seine Reise mühsam war, gab er niemals auf. Für einen Sterblichen war das nicht schlecht. Das gestehe ich ihm zu. Ja, finde die Stele von Herakles. Das geht hier irgendwie anscheinend mit jedem Gott nochmal hin und her und kreuz und quer. Ich würde sagen, da das Video jetzt eigentlich von der Länge her recht gut ist, dass ich mich wahrscheinlich dann
offline schon mal auf den Weg mache bis zum nächsten Punkt und dass wir uns dort dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, ich weiß halt nicht, wie viele wir von diesen Dingern noch finden müssen. Deswegen machen wir hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ja, ich habe gerade mal geguckt auf der Karte. Also Herakles müsste eigentlich der letzte sein. Dementsprechend werde ich da jetzt noch hingehen. Frage ist jetzt, wie komme ich da jetzt am besten hin? Möglichst mit einem Flug. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Na gut, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich cutte das dann eben raus, den Weg dorthin, damit es nicht zu lange dauert. Und wir sehen uns dann gleich drüben wieder. So, wir sind gleich bei dem Ort. Ich sehe gerade, da gibt es auch noch was Schönes zum Einsammeln. Sehr schön. So, wahrscheinlich auch wieder irgendwelche schwierigen Gegner. Wächterhügel hört sich auf jeden Fall schon mal nicht gut an. Die Arbeiten des Herakles. Für König Eurystheus zu arbeiten war bestimmt kein Spaß. Hattest du Mitleid mit Herakles? Nee, er musste Buße tun. Aber dass der König die 10 Arbeiten um diese Äpfel und den Kerberos erweitert hat, das war schon ziemlich mies. Hallo. Nemeischer Löwe, Hydra von Lerna, kerenitische Hirschkuh, irremantischer Eber, Stelle des Augeas, stymphalische Vögel, kretischer Stier, menschenfressende Pferde, Gürtel der Hippolyte, Rinder des Gerion, goldene Äpfel der Hesperiden und Kerberos. Okay. Lassen wir mal einfach so stehen. Da ist noch was. So, das sieht jetzt so aus, da das hier auch ein Questbereich ist, dass ich die Dinger wohl kaputt schlagen kann. Und dann wahrscheinlich in Kombination mit einem Bogen. Rätsel oder sowas? Ah ja, okay. Das ist noch nicht freigeschaltet. Da können wir was Leichtes drauf tun. Ah, guck mal. Nehmen wir doch das fürs Schwere. Naja, nicht ganz so, wie es jetzt war. Aber denn hier noch irgendwo was Leichtes? Das ist zwar schwer, aber egal. So. Oh. Dann wird das wahrscheinlich jetzt freigeschaltet, nehme ich mal an. Oder auch nicht. Moment. Ich vermute mal, dass das Ding um einiges schwerer ist. Okay, oder auch nicht. Das ist gar nicht so schwer. Nein, noch nicht du. Das, wo ich hingeguckt habe. Die sind beide gleich schwer. Okay, dann brauchen wir da auf jeden Fall 2 Sachen drauf. Das können wir wahrscheinlich nicht kaputt machen. Hätte mich auch gewundert. Ah, da. Moment. Aber er will es nicht anvisieren. Warum nicht? Ja, ist ja gut. Wieso kann ich das nicht anvisieren? Jetzt kann ich es anvisieren. Komisch. Okay, also den Teil habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Aber gut, es hat jetzt geklappt. Dreh dich doch mal. Es ist so schwer beim Laufen. Ich weiß, ich weiß.
So. Dann haben wir das frei. Die zwölfte und letzte Arbeit des Herakles. Das bösartige Haustier des Hades. Und den Wächter der Unterwelt zu fangen, Kerberos. Oh ja, das vergesse ich nicht. Das war episch. Und er hat es geschafft, obwohl er sterblich war. Okay. Hört sich jetzt irgendwie nicht gut an. Sieht mir doch wieder sehr nach einem Bosskampf aus. Mal hier mal eben. Achso, das ist nur zum Rätsel was. Ja. Na komm schon. Das erinnert mich an dieses Spiel. Ich komme gar nicht drauf. Wo man als Kind so draufspringen konnte und über die Zunge sich nach oben klettern konnte. Wie so eine Hüpfburg, so. Der Hund des Hades, ja. Cerberus kennen wir ja alle, nehme ich mal an. Heilen muss ich mich nicht. Okay. Da ist er ja schon. Oh. Das ist aber irgendwie unangreifbar, oder? Kann ich nicht laufen? Nee, ich muss jetzt erstmal ein bisschen auffüllen hier. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass der Phönix echt Gold wert ist. Und ich den echt nicht mehr missen möchte. Wir haben eine neue Erscheinung. Herakles hatte viele menschliche Schwächen. Er war jähzornig, betrog seine Frau, war überheblich und stolz. Aber er hatte trotzdem ganz schön was drauf. Für einen Sterblichen, meinst du? Ja, stimmt. Natürlich. Ja. Sehr schön.
Athena! Oh, Phoenix! Na, hallo, was macht das Heldentum? Die Helden waren so stur. Sie alle hatten Makel, aber sie waren auch so selbstsicher. Irgendwie haben ihre Schwächen sie erst stark gemacht. Ja, klar, klingt toll, voll krass weise. Gibt es bei dem Tempel da was zu sehen? Nein, halt dich bloß von dem Tempel fern! Sich fernhalten ist auch eine Heldenlektion. Und Weisheit und Schicksal und überhaupt. Überlass die Weisheit mir. Triff mich am Moria-Baum-Heiligtum, wenn du bereit bist. Der Stab der Zeit gehört schon fast dir. Das war ja komisch, oder? Fandet ihr nicht? Nein? Ein Tempelschlüssel? Mit Athenas Zeichen drauf. Danach muss sie gesucht haben. Ah, ich verstehe. Das ist mein eigenes Heldenrätsel. Sie gab mir den Hinweis und ließ das hier, damit ich es finde. Jetzt gehe ich meinen eigenen Weg, genau wie die Helden. Brav, sitz! Ja, ich denke jetzt eher nicht, dass das ihre Absicht gewesen ist. Was aber sehr seltsam ist, ist weniger diese komische Variante von Athena, sondern eher, dass wir ständig mit irgendwelchen Statuen sprechen. Das finde ich ja schon sehr seltsam. Aber okay, also finde am Tempel die Tür mit dem Schild. Da diese Folge jetzt aber doch sehr viel länger geworden ist, weil ich gehofft hatte, dass das erstmal einen klaren Cut gibt nach den Sachen, die wir jetzt gemacht haben, würde ich sagen, dass wir jetzt hier erstmal wirklich einen kleinen Cut machen, die Folge damit beenden und dass wir uns dann den Rest in der nächsten Folge angucken werden. Bis dann. Ciao.